Grüß euch und hallo zusammen. Heute ist Dienstag. Ah, was haben wir denn eigentlich? Ich glaube, wir haben den 20. Ich glaube, wir haben den 20. Oktober. Und ich bin unterwegs. Bin auf dem Weg zum Silomähen. Also ich mähe natürlich Gras, weil Silage wird es ja dann erst später. Aber ich glaube, die meisten verstehen, weißt du, wenn ich sage Silomann. Die letzten Wochen waren bei uns vom Wetter her eher kühl und regnerisch. Von daher bin ich ein bisschen enttäuscht, was die Grasmenge angeht, was da jetzt noch hingewachsen ist. Also das war eher knapp. Aber egal, nichtsdestotrotz sind es 11 Hektar zu mähen und auf den 11 Hektar steht es auch ganz ordentlich. Das ist also ein Grünwald, das Luzerniklee-Gras, wo ich das letzte Mal stehen gelassen habe. Und die Luzerniklee-Gras-Einsaat. Und dann muss ich meine Zwischenfrucht mähen. Da, wo die Winterdritikale stand, ja, die ist auch recht schön gewachsen, aber hatten auch schon bessere. Ja, und dann sind es noch ein paar Wiesen, die weggehören. Und dann haben wir es beieinander. Also es ist jetzt keine Wahnsinnsaufgabe. Wir werden auch da beim Silieren das alles alleine machen, ohne Maschinenring, weil, ja, ich schätze mal, keine Ahnung, was werden das sein? 6 bis 8 Fuhren, die bringe ich schon mal, die bringe ich schon selber auch fest, das ist kein Problem. Na gut, ich fahre jetzt mal weiter und melde mich dann vom Mähen wieder. Bestand steht auch relativ gut da, da kann man gar nichts sagen. Also es gibt ganz ordentliche Schlagen. Wird hoffentlich eine ordentliche Menge werden und hoffentlich auch kein Hochnebel geben, dass das Gras auch einigermaßen trocken wird. Jetzt habe ich da lauter Buckel reingefahren. Aber soll auch passieren. So, jetzt schauen wir uns das Feld mal näher an. Also das hier, das ist das Feld, wo die Sommertritikale gestanden ist, die Somtri, und wo ich die Kleegras, Luzerne-Kleegras Untersaat gehabt habe. Also es sind ganz ordentliche Schlagen. Das Feld schaut auch recht gut aus. Kleegras ist schön dicht gewachsen. Ein bisschen wenig Luzerne, aber sie ist da. Einigermaßen gleichmäßig. Also das macht sich schon ganz gut, würde ich sagen. Ah, das freut einen, wenn man das Geld nicht zum Fenster rausgeschmissen hat, sondern wenn das funktioniert hat. So, ich bin jetzt an meinem letzten Feld zum Mähen. Das ist meine Zwischenfrucht. Ich habe nach dem Wintertritikale Dreschen habe ich ja ein Sommer-Bio-Trio gesät. Und jetzt können wir uns das mal anschauen, wie das hier ausschaut. Bin eigentlich soweit relativ zufrieden damit. Hab aber, muss ich zugeben, auch ein bisschen mehr erwartet, weil es die letzten Jahre einfach besser war. Dieses Jahr war es halt einfach kalt und sehr regnerisch. Aber auf jeden Fall ist es nochmal eine ordentliche Ladung. Jetzt machen wir da gleich nochmal einen Blick zu meiner Tritikale. Da gleich nebenan habe ich ja die Wintertritikale gesät. Die kommt auch schön, gleichmäßig. Haben wir auch einigermaßen gerade gesät. Schaut gut aus. Gleichmäßiger grüner Schimmer drauf. Das gefällt mir. Sehr schön. Ja gut, jetzt ist Mittwoch und ich bin unterwegs zum Spaten.
Nachdem uns das Wetter, naja, ich sag jetzt mal nicht geärgert, aber irgendwie hat der Wetterbericht ja gemeint, dass es heute der beste Tag der Woche wird und bis 25 Grad. Naja, war es dann aber doch nicht. Also die Sonne kam jetzt erst Mittag raus, um 12 Uhr ungefähr. Ja, jetzt ist 2:30 und ich fange jetzt mal zum Schwarten an. Bin ja schon gespannt, wie das in Grünwald ausschaut, weil es war doch relativ dick gestanden, ob man schon sieht, dass irgendwas getrocknet ist. Also an den Flächen um den Hof rum fehlt es da noch ein Stückchen weiter. Die brauchen schon noch. Darum habe ich gesagt, das fange ich in Grünwald an, weil da habe ich gestern Vormittag schon gemäht und zwar gestern Nachmittag konnte die Sonne drauf scheinen. Und ich hoffe, dass zumindest gestern da was gegangen ist. Es hilft uns ja nichts. Für Freitag sagt er schon wieder Regen. Und dann wird es schon werden. So, ich bin am Feld beim Spaten. Also, was ich schon befürchtet habe, es ist nicht zu trocken. Also, es darf schon ein paar Stunden Sonne haben, aber mein, irgendwann muss ich halt anfangen zum Spaten. Aber es wird schon. Ja, ich glaube, es ist jetzt immer ganz nass, ein bisschen angeweckt ist es schon. Und ja, ich glaube, das gibt schon eine gute Silage. Das ist halt immer im Herbst das Problem. Läuft schön. Das Wetter ist auch schön. Wird auch noch das eine oder andere Prozent Feuchtigkeit verlieren. Ich mach mal weiter. Jawohl, ich bin fertig mit dem Schwaden. Jetzt tut mir aber der Hintern ganz schön weh. Man wird halt doch nicht jünger. Früher hat man das gar nichts ausgemacht, den ganzen Tag am Bulldog sitzen und schwaden und mähen. Und heute steige ich mal ab und denke mir, oh, lass mich wieder bewegen. Nein, ja, für die Knochen ist es vielleicht nicht ganz so gut. Schauen wir mal, wir haben natürlich hier voll Gegenlicht. Aber schaut wieder mal ganz gut aus. Ich hoffe, man sieht was. Ich würde sagen, ich fahre heim und kaufe mir Brotzeit. Und morgen fahren wir es ein, dann packen wir es ins Silo. Guten Morgen! Heute ist Donnerstag und wir sind am Silieren. Also heute hat mich erwischt. Ich bin derjenige, der hier den Radlader treiben darf und das Silo verteilt. Die ersten zwei Fuhren sind schon im Silo. Und jetzt muss ich schauen, dass ich weitermache, weil bald die nächste Fuhre kommt. Wir sind fertig mit unserer Siliererei. Ja, alles drin, alles abgedeckt. Der Haufen hat dann doch so einigermaßen Größe gekriegt. War ehrlich gesagt sogar mehr, wie ich erwartet habe. Also wir haben jetzt doch ein bisschen Silo da. Also das Silo, das war das von Anfang September. Das Silo hier war das, was wir Ende September gemacht haben. Das hier von heute. Und da drüben der erste Schnitt, der ist schon offen mit schöner Qualität. Ich würde sagen, Futter haben wir genug da für den Winter. Heuboxen sind voll, Rundballen sind da. Ich würde sagen, das gelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.